Dreivierteltakt. In der indischen Rhythmik wird eine Dreiergruppe immer gezählt, folgendermaßen nicht 1, 2, 3, sondern Ta, Ki, Ta. Das sind die drei Silben, die gesprochen werden für Dreiergruppen. Das Ganze verbunden mit der Taktierung, erstmal in der Lagu-Technik, würde folgendes ergeben. Ta, Ki, Ta, 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 Ta. Das ist die Wortgruppe, die wir wählen für Dreiergruppierungen. Ta, Ki, Ta. Zweier war Ta, Ke, Dreier Ta, Ki, Ta. Das kann man erstmal üben zu sprechen, und zwar regelmäßig, indem man immer das Ta am Anfang etwas kräftiger spricht. Takita, 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 Ta. Oder etwas langsamer mal. Takita, 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 Ta. Jetzt haben wir ja schon gesagt, wir wollen eine bessere Variante finden als dieses Abzählen mit den Fingern, was super ist, aber nicht so körperlich so gut spürbar. Deswegen verwenden wir unsere Techniken, die wir schon kennengelernt haben. Wir wollen mal kurz auch mal darauf eingehen, wie die eigentlich heißen. Das ist Drutem, nennt sich das, in der indischen Rhythmik. Wenn ich das umdrehe, ist es Andrutem. Und das ist, wie gesagt, Lagu. Das sind die Bezeichnungen im Prinzip. So, für den Dreier markiere ich immer die 1 und den letzten Schlag die 3. Und zwar Andrutem, also mit dem Handrücken. Wir probieren das Ganze mit Sprechen. Wir sprechen erstmal Ta, Ki, Ta. Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta, Ta. Jetzt mit der Hand. Ta, Ki, Ta, 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 Ta. Jetzt ist es am Anfang wirklich für viele recht schwierig, diesen Unterschied herauszuarbeiten, dass der erste Schlag hier länger ist als der letzte, logischerweise, ne? Und da ist es sehr hilfreich, eine einfache Technik, indem man den ersten Schlag über den Daumen abzieht, dadurch verlängert sich die Zeit und dann in aller Ruhe den Impuls auf 3 gibt. Ich mache das mal vor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja? Dadurch wird diese Länge körperlich auch besser spürbar. Sieht man sehr oft bei den Palmeros der spanischen Musik. 1, 2, 3. Jetzt mit unserer schönen Konakol-Sprache. Ta, Ki, Ta, 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 Ta, Ki, Ta. Das Ganze etwas schneller. Takita, 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 Ta. Und da hat man ein super Feeling für alle Dreierfiguren. Zu üben, langsam erstmal sprechen. Takita, 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 Ta. Dann die Handbewegung. Dazu auf 1 den Hauptschlag, auf 3 den Nachschlag mit dem Handrücken. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mit Konakol gesprochen. Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta. Diese Verbindung üben. Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta. Dann die Bewegung körperlicher gestalten, indem ich den ersten Schlag besser körperlicher spürbar mache durch das Abziehen. Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta, Ta, Ki, Ta, Ta. Und das Ganze langsam und in diesem Tempo schnell. Ta, Ki, Ta, 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 Ta.